So, Ugo, es geht nie um die Darstellung oder die Vorstellung von irgendwelchen Bröseln. Es geht immer den, der mit Informationen konfrontiert wird. Das ist die große Schwierigkeit. Man klebt so an der Persönlichkeit. Und das ist ein Lernprozess. Und du hast gerade so schön gesagt, du erlebst so viel Wunder. Du wirst merken, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Wunder. Schon aufgrund der Tatsache, dass er letzten Endes aus dir kommt. Und das ist ein persönlicher Akt. Du bist natürlich hier mit einem extremen Charakter konfrontiert, ein extremes Leben, das du zu durchleben hast. Es gibt ruhigere Leben und es gibt extremere Leben, aber du wächst an dir selbst, wenn du dich in den Griff kriegst. Aber jetzt kommt dieser permanente Widerspruch, dass ich sage, du musst lernen, einverstanden zu sein. Dass wenn ich erkläre, kann man etwas verändern, ohne was zu verändern. Das musst du verstehen. Ja, dieses Haarbeispiel. Das ist immer die Frage der Ichs. Und diese Undiszipliniertheit, das ist wie ein getriebenes Tier. Das kennt jeder. Das Reinschreiben zum Beispiel permanent immer wieder. Schau mal, wenn du jetzt deinen Werdegang verfolgst, wir blättern jetzt einmal in deinem Buch ein paar Tage zurück. Und um ganz klar zu machen, ich beschreibe jetzt, ich kritisiere nicht. Du musst immer im Hinterkopf haben, wenn du ich bist, dann lebst du im folgenden Zustand, dass du dir jetzt erst einmal klar machst, ich werde nichts und niemanden, den ich mir ausdenke, kritisieren, weil die ich mir ausdenke, sind nur deshalb, weil ich sie denke, sie sind genauso, wie ich sie denke. Das gilt übrigens jetzt, wenn ich einmal wieder normal mit dir rede, für jeden Menschen. Weißt du, es sind die einfachsten Sätze, die am schwersten zu verstehen sind. Dass wir uns das einmal klar machen, wir haben zwei Informationshälften, wir haben einmal, du kannst was denken. Diese breite Palette, die ich jetzt feinstofflich nenne, klingt so esoterisch, sage ich jedes Mal dazu. Das ist auch ein Mechanismus, weil ich nicht unbedingt ein Freund der Esoterik bin. Ich lehne es aber auch nicht ab. Ich bin auch kein Freund der Religionen, aber ich lehne es auch nicht ab. Und ich bin schon gar kein Freund der Naturwissenschaften, aber ich lehne sie auch nicht ab. Das heißt, das ist die Mitte. Okay? Das heißt, wenn du jetzt wirklich bewusst werden willst, Bewusstwerdung, wie gesagt, Bewusstsein ist etwas, was du schon bist. Das große Problem ist, dass du hier zum Bewusstsein, das wir uns ausdenken, gehört ein Unbewusstsein. So wie zum Wellenberg ein Wellendal gehört. Und das eigentlich rot geschriebene Bewusstsein, immer wenn was rot ist, das ist etwas, was nicht gedacht werden kann, es kann gewusst werden. Das ist das Eigenartige. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kennst du deine Küche? Da muss dir klar sein, dass die Küche, solange ich das Wort jetzt nicht ausgesprochen habe, nicht existiert hat. Ich sitze gerade drin. Das war aber jetzt. Aber die hat nicht existiert. Nein, die hat nicht existiert. Du weißt, was ich meine. Ja, klar. Du sitzt überall, Ugo, du sitzt überall drin. Das ist das Erste, was dir klar sein muss, du bist ein wahrnehmender Geist. Sobald ich jetzt von einem wahrnehmenden Geist spreche, ist es wie wenn wir von Gott sprechen. Das heißt, da ist jemand, der baut in sich eine Vorstellung auf. Eine Vorstellung. Du stellst was vor dich hin. Dass selbst das, was du jetzt denkst, was hinter dir ist, ist eine Vorstellung, sobald du es denkst. Es ist die Vorstellung, dass sich jetzt hinter mir dieses oder jenes befindet. Aber hinter, da steckt es Indern schon mit drin. Die Wahrnehmung ist immer Indern. Genau genommen ist sogar das, was vor dir ist, hinter dir. Indern. Vor? In dem Wort hinter dir ist doch das Inter drin. Inter, ja. Innen. Okay. Innen. Und alles, was du siehst, sind Vorstellungen, die du vor dich hinstellst. Du kannst es natürlich auch um dich herum denken. Du siehst aber bloß das, was vor dir ist. Aber sobald du das siehst mit deinen Augen, muss dir klar sein, dann sag ich immer, das ist jetzt auf der Farbplatte. Okay. Das heißt, du kannst unterscheiden, das ist jetzt ganz simpel, darum wiederhole ich das tausende Male, weil dir zuerst einmal als Bewusstsein bewusst werden muss, dass das jeden Moment wieder von dem Ur oder wer du auch immer zu sein glaubst, du weißt, ich unterhalte mich ja bloß mit dem, der sich jetzt das Video anschaut. Dass das schon wieder weg ist. Dass dir jetzt klar sein muss, dass der Udo und der Ugo sind jetzt zwei Informationen in dir, die befinden sich jetzt auf dem Monitor vor dir. Ja. Was du gerade anschaust. Das ist das, was ist. Und jetzt können wir unterscheiden, und ich muss das für dich sehr, sehr einfach machen. Ich habe das tausende Male erzählt, darum habe ich dir das gerade geschrieben.
Lass dir geistreiche Fragen einfallen, wenn du mich sprechen willst. Ansonsten wird dir der Brösel Udo, das Pixelmännchen, das erzählen, was er schon tausendmal erzählt hat. Ich mache natürlich immer wieder was Neues dazu. Mhm. Schon die Tatsache, dass jetzt dieses Video in dir auftaucht, ist ein klares Zeichen, dass du es noch nicht verstanden hast. Nein. Im Alltagsleben. Ich meine jetzt nicht den Ugo. Der Ugo ist bloß einer von vielen, die sich das Video anhören. Mhm. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt ganz, ich sage immer wieder, wir reden jetzt mal ganz normal. Das klingt so unwahrscheinlich, aber die muss erst einmal klar sein, dass wenn du jetzt denkst, wir bleiben mal rein im Bereich des Denkens, dass jeder Gedanke von dir aus dir kommt und eine Information von dir ist. Und du leidest immer noch am Bruch des zweiten Gebotes. Mhm. Und dieses zweite Gebot, darum sagen wir, müssen die anderen neun erst gar nicht angehen, bevor das zweite Gebot nicht sitzt. Also erstes, zweites Gebot ist hier, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer, mach dir kein Bild von etwas da draußen. Mhm. Und jetzt wollen wir hebraisieren und du weißt, ich sage, das ist nicht wichtig, das Auffächern. Nur ich sage es nochmal, dieses DR, wenn du eingibst im Gematrie-Explorer, heißt es, das ist erstmal eine geöffnete Berechnung, DR. Und das hebräische Wort, das aus diesen zwei hebräischen Buchstaben besteht, Dalet Resch, heißt eine Generation. DR. Und außen, das Wort außen wird ja mit einem scharfen S geschrieben und das sieht ja aus wie ein griechisches Better, das ist AUB, das habe ich jetzt bei dir auch im Glauben herausgestellt, das heißt die Beschwörungskunst. Das heißt, das, was du aus dir selbst heraus generierst, ist das, was du beschwörst. Du lebst in der Welt der Beschwörungen des Programms, das du Ich nennst. Dieses blaue Ich ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das ist der Intellekt, ich nenne es immer ganz einfach den Schwamminhalt, kindgerecht den Schwamminhalt, die du dir ja nicht raussuchen konntest. Nee, ich frage mich manchmal, ob das... Dass du jetzt dich als der erlebst, der du zu sein glaubst. Und das ist natürlich, darum habe ich gerade gesagt, wenn du das Ugur-Programm hast, das ist natürlich starker Tobak. Da hast du ganz schön was auf der Breitseite mitbekommen. Das hat natürlich seine Ursache, aber mit Sicherheit nicht, um dich zu quälen. Darf ich jetzt ist das Verrückte, dass jetzt in diesem Moment, ich sage jetzt ganz definitiv, du glaubst jetzt irgendwer zu sein, egal wer du zu sein glaubst, okay? Mhm. Muss dir eins klar sein, dass dieser Geist, der jetzt vorm Computer sitzt, egal wer du zu sein glaubst, dass derselbe Geist auch, ich sage in einem anderen Buch, das Leben des Ugo durchleben muss. Mhm. Darum ist ganz wichtig, dieses Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Du lebst auch das Leben von dem Udo Brösel durch. Mhm. Das ist, du wirst mit allen Facetten und Möglichkeiten konfrontiert als Geist, wenn du mal wirklich in diese geistige Ebene kommst. Das ist, du kommst da mit deinen materiellen Vorstellungswelten und deinen Vorstellungen von richtig und verkehrt überhaupt nicht weiter. Das ist auch immer wieder dieser Schimmelpilz, das ganze menschliche Wissen ist eine Schimmelpilzkolonie im Vergleich zu dem, wo ich dich hinführe. Du führst dich eigentlich selbst, weil ich ja du bin. Ich erwähne das immer wieder. Ich mache das nicht für irgendwelche Gedanken von mir. Menschen sind Gedanken. Es spielt dabei keine Rolle, ob die jetzt nur gedacht waren, die Menschheit. Schon wenn sich einer dagegen wehrt, weil er so festhält an dem Bruch des zweiten Gebotes, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Da können wir jetzt aufgreifen. Es ist immer in dir. Das gilt übrigens selbst für den materialistischen Glauben. Da kann ich tausende Male sagen, Holofeeling ist kein religiöses oder esoterisches oder naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist auf deiner VR-Brille, der Pixelmännchen, flackernde Lämpchen auf einem Monitor. Das ist hundertprozentig sicher und es ist natürlich für dich jetzt mit deinem Programm vollkommen logisch, dass der jetzt irgendwo anders ist oder dass diese Aufnahme irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen wurde und ins Internet reingestellt wurde. Es nützt dir nichts, wenn du das hörst, wenn du das hörst bei Selbstgesprächen, wenn du dir ans Ohr hörst. Wie viele Videos schaust du dir an, wo du es wieder vergessen hast? Im Fernsehen, die Nachrichtensprecher, die Schauspieler in Hollywood. Fragst du mich das, oder? Du musst, was du glaubst. Ja, das Solo-Feeling dreht sich einzig und allein darum, dass du dir, der Geist, der mich jetzt sprechen hört, der mich ausdenkt, der mich jetzt als Pickelmännchen sieht, dass du dir bewusst machst, was du glaubst. Du sollst an dem Glauben nicht einmal was verändern. Da kommt dann, kann ich was verändern, ohne was zu verändern?
Du kannst es vervollkommnen. Die Sache mit dem Haar, ich erwähne, das ist so wichtig, darum taucht es jetzt immer wieder in dir auf. Vervollkommnung heißt nicht, dass du an dem Bestehen irgendwas verändern sollst. Denk an meine Puzzlestückchen. Du willst der Puzzle zusammensetzen? Meinst du, dass du das jemals zusammenbringst, wenn du irgendwelche Puzzlestückchen weghaust, weil du die nicht haben willst? Oder wenn du welche Puzzlestückchen veränderst in der Form, weil du meinst, die taugen dir nicht so, wie sie sind, dann passen sie nicht mehr ins heilige Ganze. Bei Holofeeling wird an dem Bestehen nichts verändert, obwohl es extrem verändert wird. Wir vervollkommnen das. Wir machen aus einem Buchstaben ein Wort. Und sobald du das Wort hast, wirst du feststellen, dass du das Haar wieder nebensächlich, wenn ich aus dem Buchstaben Haar das Wort Haus mache. Ich verändere dabei nichts an dem Haar. Und wenn ich aus diesem Wort dann einen Satz mache, verändere ich auch nichts an dem Wort. Eine Veränderung, die keine Veränderung benötigt in Bezug auf Details, aber sehr wohl eine Veränderung in Bezug auf das heilige Ganze. Wenn du an dich denkst, denkst du immer an den momentanen Körper. Eine extreme schizophrene Figur. Ugo ist extrem schizophren, aber für Ugo kann ich jetzt jeden Namen setzen. Schizophrenie heißt schlichtweg und einfach ein gespaltenes Bewusstsein. Aber beginn nicht die Spaltung schon darin, dass wenn du an dich denkst, dass du an den Körper denkst, der du zu sein glaubst? Ja, an das andere kann ich ja gar nicht denken. Sorry, Udo. Es ist ja wichtig, dass du das beobachtest. Ja. Jetzt ist es aber interessant, dass du in dem Moment, wo du dir da Gedanken drüber machst, weißt du, wenn du jetzt einmal alle Selbstgespräche anschaust, nur diese Videos, weißt du, auf welchen Selbstgesprächen drauf ist, dass ich sage, ich denke an mich. Mhm. Ich, Mensch, an mich als Körper. Ich kann mich natürlich aus einem kleineren Körper denken, als Kind denken, als Jugendlichen denken, jetzt denken oder als alten Mann denken. Da ist einer, der denkt sich und denkt an etwas. Aber was jetzt wichtig ist, da muss ja einer drüber sein. Sobald du dir das nämlich denkst, dass ich an mich denke, muss ja einer da sein, der sich dieses Ich ausdenkt, das an sich denkt. Jetzt kommen wir dir schon näher, den, der mich jetzt sprechen hört. Und das ist ein intimer Akt. Und den Weg, den zu gehen, den wirst du nie gehen können, solange du meinst, du müsstest das, was du bist, ständig verändern. Ja. Das wird dich massiv verändern in dem Moment, wo du die Sinnlosigkeit einer ganzen Aktion erkennst. Ja, das ist... Das sind so viele Geschichten, dieses Unbeherrschte. Aber das ist ein Tier, das ist es Tier in dir Geist. Und das ist sehr, sehr, das ist diese Selbstdisziplin. Weißt du, das ist diese Verlogenheit von Menschen, das wurde immer bewusster. Ich sage immer wieder, ich lerne ja sehr viel, wenn du den Bleinfeld-Vortrag dir angeschaut hast, so wie ich schaffe von diesen klassischen Sendungen. Wenn du jetzt nochmal, mach dir den Spaß, Dienstag, jetzt werde ich wieder voll raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte, das Sommerhaus der Stars, wo viele sagen, das ist unter meiner Würde, das ist Arroganz. Es ist zurzeit die interessanteste Serie, die überhaupt im Fernsehen läuft, die lehrreichste Serie überhaupt, diese Dumpfbacken anzuschauen, was Ego bedeutet. Sommerhaus, wie bitte? Wie heißt Sommerhaus der Stars auf Sat.1 um 20.15 Uhr Dienstag. Sommerhaus der Stars. Das sind Ego-Tricks. Da kriegst du Spiegelbilder von einem Ugo-Programm vorgesetzt. Ah, okay. Es ist einfach diese Primitivität, diese Verlogenheit, die reden was und dann sagen sie, das habe ich nicht gesagt, das Problem ist, die werden ja laufend aufgenommen. Und was mir jetzt wichtig ist, das sind rein Einzelmännchen. Es geht darum, dass das eigentlich, das ist keinem bewusst, vollkommen normale Menschen sind. Es sind zwar Karikaturen, das heißt, Karikatur ist immer eine Überzeichnung von irgendeinem Phänomen. Wenn von dir einer eine Karikatur macht von deinem Kopf, da wird er die Nase oder irgendwas, die Augenbrauen werden überzeichnet. Du kennst das Prinzip Karikatur. Ja. Darum benutze ich oft das Wort Karikatur, dass ich sage, alle Menschen, die in dir auftauchen, sind letztendlich Facetten von dir selber. Wenn du sagst, nein, so bin ich nicht, dann sag ich, das ist halt eine extreme Karikatur, eine Überzeichnung, wenn du in dir reinschaust und du gestehst dir das nicht ein, den Hass, den du schon gespürt hast gegenüber anderen. Auch die Liebe, die du schon gegenüber Dingen verspürt hast. Das sind alles Facetten, die in dir materialisiert in Form von metaphorischen Bildern oder Menschen auftauchen. Das ist jetzt auch der Udo, ist auch bloß eine Karikatur von dir. Das ist die Liebe, eine Vorstellung von Liebe, die du in dir trägst. Ich als Brüssel Udo lebe dir als Mensch wahre Liebe vor,
Die hat überhaupt nichts damit zu tun mit Schmalz. Würdest du jetzt auf den Udo treffen, der ist sowas von unscheinbar und von normal. Ich benutze jetzt das Wort normal mal in einem positiven Sinn. Normalerweise sage ich immer wieder, wenn ich jemanden verbal mitteilen will, dass er mich ankotzt, klingt jetzt alles sehr negativ, merkst du? Das Wort kriegt ja gewisse Emotionen. Aber ich kenne an und für sich keine negativen Wörter, weil für mich ja Wörter alle einen positiven und einen negativen Anteil haben. Aber wenn ich jetzt in einer normalen Logik, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ugo richtig ans Hinfahren will, die größte Beleidigung, die ich dir in meiner Holofeeling-Sprache an den Kopf schmeißen kann, ist, dass ich zu dir sage, du bist vollkommen normal. Das heißt nämlich unfrei. Du bist ein vollkommen normaler Ugo. Es ist nicht dein Schwamminhalt, es ist deine Logik. Aber die werfe ich dir ja nicht vor. Es ist immer wieder, du kannst doch einem träumenden Geist nicht vorwerfen, dass er das träumt, was er träumt. Er kann sich's doch nicht raussuchen. Wenn du dann auf der geistigen Ebene bist, dann doch wieder. Dann ist es ungefähr, was ich sage, das ist wie ein Schauspieler. Der Schauspieler, der sagt, ach, ich muss immer den jugendlichen Liebhaber spielen, ich will einmal ein Schwein spielen oder einen Verrückten spielen. Ich will einmal zeigen, was ich schauspielerisch drauf habe. Und das magst du perfekt. Das Problem ist, du magst es unbewusst, weil du dich komplett mit der Rolle verwechselst. Ja, ist so. Und das ist einmal ein bisschen, es ist immer wieder, das ist wie ein Entzug. Entzug, so schwer wie manche von einem Entzug loskommen, das ist eine Charakterfrage. Das ist, wenn du einen starken Charakter hast, dass du sagst, nein, jetzt ist Schluss. Das ist die große Schwierigkeit, das innere Ego, das dir permanent einredet, ob man zum Rauchen aufhört, egal was ist, mir geht es nicht ums Rauchen. Du weißt, ich habe keine Feindbild. Ich sage, das spielt eine Rolle, aber wenn du dann mal merkst, im Kleinen, wie schwer das ist, hast du den Charakter, wieso sollte ich aufhören? Weißt du, das ist das Ego. Um dir zu beweisen, dass du frei bist, von diesem Ego. Deshalb, nicht wegen Gesundheit oder irgend so ein Scheißdreck, dein Körper löst sich eh auf, wenn du nicht an ihn denkst. Wir reden hier von Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Weißt du, wenn du jetzt bei dir mal reinschaust, wir bleiben mal in dem Chat, wie oft du 20 Mal hintereinander schreibst, das ist Schluss und dann musst du doch noch einen raushauen. Ja, das habe ich. Darf ich irgendwas sagen? Oder? Ja, selbstverständlich, gerne. Da gab es eine Community, die heißt Quick, also K-W-I-C-K. Und die kenne ich seit 2001, glaube ich, von Anfang an. Das war so eine Community, da hat man miteinander geschrieben halt auf, ja, chatten halt. Und die löst sich jetzt Ende August auf, die gibt es da nicht mehr, da war ich wirklich so rein, raus. Ich wollte immer Schluss machen, nie wieder, weil ich gedacht habe, so, das bringt doch gar nichts, weil ich rede ja nur mit mir selber. Also die Theorie kenne ich ja. Der Witz ist, die Theorie ist da, ja, viele wissen die Theorie vor Holofeeling. Aber ja, die total. Praxis, wie geht es um die Praxis? Praxis, Theorie ist immer eine Sichtweise, eine Möglichkeit. Das Wort Theorie heißt ja nur eine Möglichkeit. Die ganzen Theorien, die Relativitätstheorie, es ist eine Möglichkeit. Die Praxis, das griechische Wort Praxis, heißt übrigens Wirklichkeit. Was ist das wirkende Licht? Und das meine ich, das ist das Undiszipliniertsein. Es ist jetzt kein Vorwurf, was ich mache, sondern eine Feststellung, die du feststellen musst als Urcharakter, dass du die Freiheit, die du besitzt, überhaupt nicht benutzt. Ich habe so viele gesagt, dass viele meinen, die sind frei. Das ist so das alte Beispiel, mein Standardbeispiel dazu ist es gerade Leute, die gegen etwas rebellieren. Ich sage immer wieder von Panga und Penga. Pass auf, ein Penga ist ein Bankmensch. Die Geldmenschen auf der Bank nennt man ja Penga. Ja. Und dann haben wir doch in der Jugendbewegung der 70er Jahre ist losgegangen in London die Panga mit dem Irokesenschnitt, die sich dann hier die Haare rot färben und gegen das Establishment, gegen die Spießigkeit rebellieren. Das sind die Panga. Und die meinen jetzt, die machen sich frei von dieser ganzen Spießigkeit, die Panga. Indem sie sich anders anziehen, schmutzig rumlaufen, hier die Haare rot färben, dieses klassische Spiel, okay? Und der Witz ist, sind die jetzt frei? Machen die sich frei? Ich sage, wenn du die Rolle spielst, bist du ein vollkommen normaler Banker, wenn du das machst. Du rebellierst mit deinem Programm gegen die Spießigkeit
Ich sage, du wärst frei von deinem Programm, wenn du in diesem Innern ein Punker, ein Rebell wärst. Du würdest dich ganz spießig anziehen und eine spießige Frisur tragen und spießig leben. Dann hättest du dich freigemacht von deinem Programm. Mhm. Verstehst du das Gespiegelte? Ja. Der Uigur, wenn ein ganz normaler, unscheinbarer Mensch wäre, der nicht so flippig ist, der nicht so ausgerastet ist, dann hättest du dich freigemacht von dem Programm. Dann hättest du natürlich ein anderes Programm. Du hättest dich nur von dem Programm freigemacht. Aber du wechselst praktisch bloß, wie du einen Anzug wechselst. Weil das, was dich einhüllt, ist ja jetzt dein Körper. Das heißt, wenn du jetzt ein anderes Buch liest, ein anderes Leben durchlebst, als rotes Ich. Ich sage immer wieder, immer dran denken, dass also hier das rote Ich ist wie ein Lesergeist, der ein Buch liest. Und du hast jetzt das schon mal, du hast jetzt je nach Seite hast du einen anderen Körper, aber es bleibt immer noch derselbe Charakter. Das Buch symbolisiert jetzt praktisch das Programm, das du durchlebst. Okay? Mhm. Und du hast ja den Wechsel vom Säugling bis zum Greis. Aber es ist ein Wechsel innerhalb dieses Buches, wobei in dem Buch ja alle Personen, die in dem Buch Uigur auftauchen, der Udo zum Beispiel, der als Person in dir noch nie aufgetaucht ist, bloß als Pixelmännchen und als Gedanke, da mache ich keinen Unterschied. Es spielt keine Rolle, ob du jemanden denkst oder ob du den nicht auf der VR-Brille hast. Es ist nur immer die vier Stufen der Vergessenheit. Sobald du den real siehst, steigt in dir der Glaube, dass du mit dem, den du dir ausdenkst, nichts zu tun hast. Es dürfte dir klar sein, wenn du jetzt an einen Lothar denkst. Okay, das ist ein Name aus dem Chat, den sprichst du einen gewissen Charakter zu, auf hat er wenig Informationen, die du von ihm bekommen hast, vom Lothar, von seinen Einträgen oder einer Karin oder einer Inge. Das sind ja nur Figuren, wo du dir ein kleines Bild machst von dem kleinen Häppchen, die du aufgeschnappt hast aus deinem kleinen Internet, aus diesem Chat. Ansonsten kennst du die überhaupt nicht, du weißt von denen gar nichts. Mhm. Da sind etliche dabei, da weißt du nicht einmal, wie die aussehen, weil sie kein Bild nicht drinstehen. Das sind so Puzzlestückchen. Die Puzzlestückchen vervollkommnen, wäre jetzt das einmal, dass du dir ein Bild machst von Menschen, die du überhaupt nicht kennst, anhand von kleinen Stückchen, wo du hast. Das ist dieses Beispiel, wo ich immer wieder wiederhole, auch von Politikern. Wenn ich jetzt auch Merkel oder Putin, jeder Mensch baut eine Vorstellung in sich auf, von den kleinen Fetzen, die er sich aus den Medien angeeignet hat, die immer einseitige Berichterstattung sind. Mhm. Wenn du mal eigene Meinung dir bildest, wirst du feststellen, dass das komplett anders ist. Dass du einfach mal genauer hinschaust. Wenn ich jetzt an Putin zum Beispiel, das, was dir an Putin zugänglich ist, die wenigen Interviews, wo er nicht einfach reingeschnitten hat, wo er selber Interviews willst, wirst du an diesen Respekt kriegen. Das heißt jetzt nicht, dass man Fan sein muss, der kann ja verlogen sein. Aber rein, was er äußert, was er spricht als Politiker, was in Interviews öffentlich zugänglich ist von ihm. Nicht jetzt Hessen und jetzt liest du dann wieder, ja, der hat Demonstranten zusammenprügeln lassen und das und der hat die Demonstration verboten. Das sind Kommentare. Du solltest dann mal dir welche anhören, wo der Putin ist, ob der jetzt Schauspieler oder nicht, ob das gelogen ist, ist einmal was. Bloß einmal schauen, was du für Fetten kriegst, wenn er selber spricht in Interviews. Trotzdem ein Pickelmännchen kommt trotzdem aus dir. Dann wirst du feststellen, das ist einer der geistreichsten Politiker, die es überhaupt gibt. Und Trump wollen wir jetzt überhaupt nicht reden, wenn der so ist. Mhm. Ja. Ich sage jetzt aber nicht, dass er so ist, was er den Anschein hat als Pickelmännchen. Aber wenn das doch schon offensichtlich ist, wie sehr sich das verschiebt, was den Hauptanteil deiner Meinung ausmacht, ist deine Interpretation. Und die wird extrem geprägt von den Fetzen, wo du dich reinfokussierst, wo du neugierig bist. Das ist jetzt der große Unterschied bei Holofeeling, dass ich immer wieder sage, egal, alle Sekten, alles bekämpft Feindbilder. Am meisten Feindbilder bekämpfen die, die sprechen, sie sind Liebe. Sie wollen ja nur die Liebe. Die sind so, diese Figuren sind sowas von unbewusst. Mach dir mal bewusst, wie viele Feindbilder du bekämpfst. Wie viele Puzzlestückchen du anders haben willst, wie sie sind und wie viel du anders machen willst. Das ist deine eigene Entheiligung. Meine Freundin, ja, die will ich total verändern. So ein einfaches, simples Beispiel, Uwe, mit dem Puzzlestückchen. Du sollst dich nur, du Geist, der mir jetzt zuhört, das ist der Einzige, der das Leben erlebt, beobachte das Ding, das du zu sein glaubst,
mit gewissen versteckten Feindbildern und Unbewusstheiten du noch mit deinem Programm arbeitest. Dann kannst du das verfolgen. Das ist der Weg. Und das muss immer wieder das Geschenk, das du jetzt bekommen hast, dass ich immer wieder sage, wo viel Unzufriedenheit ist, viel Schmerz und viel Leid ist, ist auch viel Energie. Unzufriedenheit ist die Quelle von Energie. Zufriedenheit ist die Quelle von Schlafsucht für geistige Entwicklung. Die geistige Entwicklung wird vorangetrieben durch Unzufriedenheit. In jeglicher Art und Weise, auch die technische Entwicklung wird vorangetrieben durch Unzufriedenheit. Ich sage, das beginnt bei den Pflanzen. Ich greife jetzt auf all die Beispiele zurück, die ich vor, jetzt immer bewusst raumzeitlich gedacht, vor 25 Jahren schon darauf hingewiesen habe, dass wenn du eine Pflanze nimmst und die hat wenig Wasser, dann wird die Wurzeln tiefer in die Erde treiben. Wenn die kein Licht hat, richten sich die Blätter zu der Sonne aus. Wenn eine Katze satt ist, dann liegt die da und schnurrt vor sich hin. Wenn sie hungrig ist, wird sie angetrieben, setzt sie sich in Bewegung. Das heißt, Unzufriedenheit setzt dich in Bewegung. Aber meistens immer bloß in der Außenwelt. Du musst diese Energie benutzen, um dich zu vervollkommnen. Dich, jetzt kommt die andere Seite, dich selbst kannst du nicht vervollkommnen, du bist schon vollkommen. Der, der mir jetzt zuhört, der ist heilig, der hat nichts zu erreichen, das bist du schon. Du hast es nur vergessen, weil du zurzeit glaubst, der zu sein, der du zurzeit zu sein glaubst. Und damit arbeitest du nur mit einem Programm, mit einem von vielen Programmen. Ich arbeite mit einem Programm, mit noch viel mehr. Das sind so Sätze, die ich ist jetzt natürlich nicht das Pixelmännchen Udo oder der Lautsprecher, den du sprichst. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu glauben, was du zu sein zurzeit bist. Darum. Wenn du das vollkommen durchschaut hast, dann bist du ich für einen kleinen Moment und dann wirst du das nächste Buch lesen, das nächste Leben leben. Das hat nichts mit chronologischer Zeit zu tun. Bleib immer mal auf der JCH-Ebene, der JCH steht vor dem Bücherrechner. Mhm. Der ICH rot, der hat das Buch in der Hand und steht vor Seiten. Du kannst immer nur eine Seite anschauen, dann bist du mal der 20-Jährige und das hat ja nichts mit chronologischer Reihenfolge zu tun. Das, wenn das nicht verstanden ist, muss man gar nicht weitermachen. Dass es keine chronologische Zeit gibt. Johannes Offenbarung. Ich kann es nicht oft genug sagen, die einfachsten Sätze. Da heißt es am Schluss, das letzte Buch in der Bibel, stille stehen wir die Zeit, es gibt bloß noch jetzt. Und der erste Himmel und die erste Erde, ich sage dann immer in Klammer, die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Du hältst jetzt das zweite Gebot. Und das Meer wird nicht mehr sein. Da habe ich immer darauf hin, das ist jetzt wirklich übersetzt aus der Johannes-Offenbarung, wobei ich immer darauf hinweise, ist ja eigentlich ein Blödsinn. Wenn doch Himmel und Erde vergehen, wieso steht jetzt da nochmal, und das Meer wird nicht mehr sein? Wenn doch die Erde vergeht, ist doch das Meer auch weg. Ich sage, das geht nicht um das Meer, das du dir auf die Erde denkst, dieses ausgedachte blaue Meer. Es geht um El Hayon. Das heißt, eigentlich müsste man schreiben, wird nicht mehr existieren. Gott wird nicht mehr existieren. Was nicht heißt, dass der nicht mehr da ist. Der ist im Meer da, immer. Ein existierender Gott ist vergänglich. Alles, was existiert, wird mit dem Nächsten, jede Existenz, was auftaucht, wird wieder verschwinden mit dem Nächsten getan. Und jetzt habe ich dir ganz nebenbei erklärt, was du selbst bist. Dann heißt es, und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Und das Neue zerstört nicht das Alte. Wir erweitern das. Verstehst du, es ist ein Unterschied, ob du jetzt glaubst, du bist jetzt der Ugur, egal was für ein Körper du dir zusprichst, schon dass du nicht mehr glaubst, ich bin dieser Körper, sondern der Mensch, Ugur, das Programm, das du natürlich auch der bist. Du bist der, der sich das Programm ausdenkt, den Menschen ausdenkt. Löse dich davon, zu sagen, ich bin dieser Körper und du kannst jetzt mit Menschen in einem Raum nicht mehr drüber reden, weil dann bringst du dich in die Klapse. Darum sage ich, halt den Mund. Das spiegelt sich. Ich sage, es dreht sich die Kausalität. Du wirst immer merken, mein Klingelingeling-Beispiel, dass alles, was dir mit deiner jetzigen Logik logisch erscheint, wird richtig erscheint, wird von der anderen Perspektive, von einer höheren geistigen Ebene aus gesehen, wird mal verkehrt erscheinen. Das ist jetzt das ein Beispiel.
Das ist das Verrückte. Soll ich zu dir sagen, sag zu deiner Mutter, du hast mich nicht auf die Welt gebracht. Dann sagt sie, was ist jetzt? Was hast du jetzt für Drogen? Habe ich schon gesagt. Es ist immer wieder, man müsste das sehr langsam, wenn der Geist hinter der Maske ist, dann kann man das durchaus machen. Aber da muss man ganz langsam anfangen oder muss man Erfahrung haben, da muss man es erst einmal selber verstanden haben, nicht einfach solche Sachen raushauen. Weil ja, dann sollte dir klar sein, wie die reagieren. Ich sage, wenn ich bei meiner Mutti jetzt rede, ich wieder als Ude im Altersheim bin, so mir geht die alte Frau im Röschel da am Arsch vorbei. Und dann lacht die mittlerweile, weil sie es verstanden hat. Man hat den Eindruck, jetzt kommt aber das nächste Problem, eine gedachte, ausgedachte Figur wird nie was verstehen. Es sind Gedanken. Denk immer an die 4 Stufen der Vergessenheit, wenn du das abgehört hast. Es existiert nur, wenn du es denkst oder wenn du es anschaust. Und solange du das nicht akzeptierst, an irgendwas festhältst und immer noch in dem Wahn lebst, zu glauben, dass ein Gedanke von dir auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst, wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, du wirst dich narren. Dann brennt dir die Sicherung wieder durch. Dann sagst du wieder, da bin ich jetzt wieder neben mir gestanden. 1000 Mal erzählt in Selbstgespräch. Jetzt denkst du dir wieder jetzt eine Vergangenheit, wo du meinst, wo du nicht bewusst warst. Du glaubst, du bist jetzt bewusst, du bist schon nicht bewusst, aufgrund der Tatsache, dass du meinst, dass da war ich neben mir gestanden, du denkst jetzt wieder an Ugo, wo du wieder vergessen hast, dass du das gar nicht bist, dass das bloß ein Gedanke von dir ist und dass der in der Vergangenheit nicht bewusst war. Ein Gedanke kann nie bewusst sein. Bewusstsein ist das, was immer ist, was ewig ist. Was du denkst, was du siehst, was du fühlst, ist immer nur ein Moment, der durch den nächsten Moment zerstört wird, umgewandelt wird. Die 200 Gramm rote Knete. Wir reden von dem, was ist. Und es ist was Intimes. Intim heißt, es ist nur für dich. Es ist nur für den, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, der jetzt sich den Ugo ausdenkt, sich selbst ausdenkt. Der zu sein glaubt, all das wird von dir ausgedacht. Und all diese Dinge, die du denkst, die du zu sehen bekommst, da steckt das Wort Ehe schon drin. Die Einsmachung zwischen der Polarität. Das ist eine Ehe. Die Vollkommenheit. Was ist das? Ein Orgasmus. Das ist Orgasmus, Kleiner. Ja. Du verschmelzt einen kleinen Moment, wo man eins wird. Ja. Und dann liegt man wieder nebeneinander und sagt, das ist geil. Und dann ist man schon wieder zwei. Ja, stimmt. Das geht so schnell. Spielt noch eine Runde Ugur und versuch immer wieder, wie gesagt, jetzt nicht, du weißt, ich erwähne so oft die Sache mit dem blinden Arschloch. Jeder Beobachter, der wo was beobachtet, egal auf welcher Ebene, und mit irgendwas nicht einverstanden ist, denk wieder an die Puzzlestückchen, ist ein blindes Arschloch. Mhm. Mach dir bewusst, wie viel blindes Arschloch noch in dir drin steckt. Das wird dir dann sehr schnell bewusst werden, wenn du wirklich ein bisschen dich beobachtest, das Tierchen Ugur. Oder das Tierchen, das du zu sein glaubst. Ich bleibe mal wieder bei dem, der uns zwei, den Ugo und den Brüssel Udo, jetzt ausdenkt. Ich sage immer, Namen sind austauschbar. Und dann wirst du merken, dass so wie jetzt in dem Ugo-Programm es dich immer wieder in den Finger juckt, ich bin jetzt still, ich sage jetzt nichts mehr und 2 Minuten später haust du schon wieder den nächsten raus, dass das dir so übermächtig ist, dass dir jetzt bewusst wird, was du für ein Mech-Animus bist. Ein Gehirn-Ich, ein reines Programm. Dass du dann versuchst, dir das nicht mehr einverstanden sein abzugewinnen und damit bleibst du ein blindes Arschloch. Das ist der Widerspruch in dich selber. Und ich sage, du musst an den Punkt kommen, wo du die Sinnlosigkeit dieser ganzen Aktionen erkennst. Das ist wie ein Hamster im Laufraum. Zeit spielt dabei keine Rolle. Das ist das Überwinden des Charakters, der Charakter dieses API, API, der schöpferische Wissen deines Intellekts. Diesen Intellekt, den hast du zu durchschauen und dann kannst du ihn vervollkommnen. Immer die Seite, die Meinung dazu machen, die du bisher bekämpft hast. Die Menschen, die von Liebe reden, die sind nur in der blauen Liebe. Die wissen gar nicht, das liebe ich und die wenigen Sachen, die sie lieben, die sie als gut ansehen, das alles, was sie zwangsläufig entsteht, unendlich viel, was sie nicht lieben. Wo sie nichts wissen wollen, wo sie nichts damit zu tun haben wollen, die leben in der Einseitigkeit, in der Zerrissenheit. Und der Ausweg ist wirklich
sich komplett abzukoppeln von den Bildern, dass man zuerst mal an der Vorstellung macht, das ist die Welt der Bilder, die Welt der Informationen, das heißt nicht Außeninformation, ich erwähne es immer wieder, und da ist jetzt einer, den wir uns ausdenken, der mit diesen ständig wechselnden Bildern konfrontiert wird, der in dem Moment aber auch was Ausgedachtes ist, der Denker und seine Bilder, der träumende Geist und sein Traum. Darüber musst du dich erheben, dann wirst du langsam zu einem roten Ich. Und dann wirst du wirklich feststellen, dass jegliche Art von Kampf gegen etwas, Schattenboxen, ein Kampf gegen sich selbst ist. Das, was du einen anderen tust, tust du dir selbst. Im Positiven wie im Negativen. Jetzt ist immer wieder die Frage, wenn jetzt der Ugo irgendjemand total auf den Keks geht, den Eltern oder der Freundin, weil er wieder ausrastet. Du bist auch diese Person, auch dieses Buch, dieses Leben musst du durchleben. Das heißt, du gehst dir dann bloß selbst auf den Keks. Oh je. Zeit kommt dran, lass mal so gut sein. Ich wollte noch kurz was sagen, weil mir ist das nie aufgefallen, weil ich ja nie mit dir per Videochat, das da in mir, das schwätzt so arg, das ist so schwierig, dir zuzuhören, weil dieses was die auch Interpretation immer. Interpretation, es ist vollkommen nochmal, ich weiß, woran du leidest, weil ich dieses Leben schon gelebt habe. Und das ist so anstrengend. Ja. Das ist das ewige Geschwätz des eigenen Ichs, was wichtig ist, dass da schon einer da ist, immer wieder mal ganz leicht auftaucht, dem das bewusst wird. Aber er wird dann immer wieder niedergeschwatzt von dem Ugo. Genau, ja. Das führt dich dann in eine Richtung, dass man anfängt, sich selbst zu hassen. Das ist dann so die Sachen, wenn Selbstmordgedanken kommen und alles so Zeug, dass man diese blöde Stimme im Kopf loshaben will. Aber das ist schon wieder blindes Arschloch. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. In der Ruhe liegt die Kraft, die in dir neue Welt schafft. Okay. Und das, du wirst das Geist, der du jetzt die Rolle des Ugo spielst, auch du Geist, der du jetzt der zu sein glaubst, der vom Computer sitzt, tausch deinen Namen, den du dir jetzt gibst, mit Ugo aus. Du wirst es überleben, du bist der Einzige, der ewig ist, weil du ich bist. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Das hat nichts mit dem Brösel-Uder zu tun. Das ist immer wieder, der ist genauso ein Brösel wie der Ugo, wie du selbst. Das, was du jetzt selbst, das Existierende, das sind vergängliche Erscheinungen. Umso mehr dir das bewusst wird, dann wird dir auch bewusst, dass das dann letztendlich bist du der Einzige, der überbleibt. Das ist so ein einfacher Satz. Einen Traum erlebt nur der träumende Geist. Ein Traum wird niemals erlebt von den Figuren, die in einen Traum in Erscheinung bringen. Da steckt alles drin. Die Figuren in dem Traum sind jetzt der Ugo, du selbst, der du zu sein glaubst, der Udo. Und was halt so, das, was du fassen kannst, das kannst du nochmal trennen in die Hälfte, dass du sagst, welche dieser Personen, die ich mir jetzt denke, ganz bewusst denke, kann ich auch materialisieren? Oder habe ich materialisiert, real auf der Verabrede gesehen, natürlich immer jetzt? Und welche kenne ich nur aus Medien und Basien, Geschichtsbüchern? Eine Unmenge von Charakteren. Aber immer abhängig von deinem Schwamminhalt. Von dem Leben, von dem Buch. Du steckst in dem Buch fest. Und wenn du das durch hast, dann erhebst du dich für einen kurzen Moment, was du ich, und dann stehst du vom Bücherregal. Das ist wie ein Schauspieler, der sagt, was spiele ich als nächstes? Und das ist ja extrem interessant, in verschiedenen Rollen zu schlüpfen, was natürlich nicht so gut ist, wenn man dabei vergisst, wer man eigentlich ist. Dass man sich mit dieser Rolle so identifiziert, dass man vergessen hat, was man ist, wer man ist, dann leidet man nämlich unter der Rolle. Und dann macht das Schauspielern keinen Spaß. Ah. Das ist jetzt das, was mit Holofeeling kommt, dass du die Möglichkeit hast, in diesem Leben wach zu werden und deine nächsten Rollen bewusst zu spielen. Eine Frage fällt mir noch ein. Darf ich ganz kurz? Ja, selbstverständlich, Frau. Weil du doch immer sagst, das ist so eine Art Computerspiel und ich spiele gar nicht, das interessiert mich nicht so. Aber ich weiß, dass es gibt da Schwierigkeitsgrade. Man kann quasi ganz einfach und extrem schwer ist das. Das ist richtig, aber das sind nur Metaphern. Pass auf, immer dran denken, meine Ausführungen sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und du kannst in einem Leben gar nicht so viel machen, wie nötig wäre. Darum hast du ja viele verschiedene Leben. In jedem Leben lernst du was ganz was anderes. Andere Persönlichkeiten, andere Sachen kennen. Es ist bloß, dass dieses Computerspielmetapher jetzt, der Computer im Allgemeinen, wenn du jetzt ein Programmierer bist, wir haben ja unser Magic Madden,
im Chat, der ist ja Programmierer, der hat ja bei einer Firma, kanadischen Firma für Computerspiele ja zeitlang jetzt gearbeitet, da hat er gekündigt, dass der Aufbau des normalen Lebens eigentlich nur eine Metapher ist. Die Bilder weisen dich nur darauf hin. Und wenn du da die Reife nicht hast, das hat nichts mit besser zu tun. Immer daran denken, die Reife hat nichts zu tun, dass der Mensch, der mehr oder weniger reif ist, Mensch meine ich jetzt rot, der Adam, dieser träumende Geist, das hängt davon ab, das kann sein, dass du in einem Mittelalterfilm feststeckst. Diesbezüglich könnte ich jetzt sagen, auch ein Jesus war extrem unreif. Wahrlich, ich sage dir, ehe Jesus ja war ich. So wie der Jesus hat zwar begriffen, ehe Abraham war, war ich. Weil es wird ja gar kein Abraham, den Stammvater aller Juden und aller Christen und aller Moslems. Immer dran denken, das ist hier gerade jetzt, was den Koran anbelangt. Der Koran in der ersten Sure wird ganz klar darauf hingewiesen, dass also die fünf Bücher Mose geltendes Recht sind für jeden Moslem. Da kannst du da mal die 10 Gebote dazu. Das ist eine Familie, die entspringen alle aus den Abraham. Die Moslems genauso wie die Christen und natürlich die Juden nach wie vor. Und Jesus hat jetzt erkannt, ehe Abraham war, war ich. Und ich sagte, ehe ein Jesus war, bin ich. Und wenn ich jetzt als Brüssel Udo reden du, ehe ein Udo ist, bist du der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Den Schuh wirst du dir anziehen müssen. Aber das ist natürlich eine Riesenlast, die du auf den Schultern trägst, die du noch lange nicht tragen kannst. In der jetzigen Reifestufe. Und man muss hier ganz, ganz klar sagen, wenn ich zum Beispiel von besser oder schlechter rede, das hat nichts zu tun mit komplexer oder weniger komplex. Es kann sehr oft das Einfache, die einfache Erklärung wesentlich besser sein, wie eine extrem genaue, komplizierte, detailreiche Erklärung, wenn die nicht verstanden wird. Ich kann dir jetzt ganz einfach erklären, meinetwegen, wie ein Computer funktioniert, kindgerecht. Und dann kannst du zumindest das Wesentliche der Funktion eines Computers als Kind verstehen. Wenn ich das kindgerecht mache, würde ich jetzt in einer wissenschaftlichen Sprache anfangen, wie das die Techniker machen, dann wirst du nur Bahnhof verstehen. Das ist zwar viel genauere Erklärung, aber die ist für den Zweck, ist die vollkommen ungeeignet. Darum ist die genauere Erklärung die schlechtere Erklärung. Man muss immer zuerst einmal wissen, für was brauche ich etwas. Ah, Udo? Kannst du ungefähr folgen, was ich dir sagen will? Die Nett? Zu kompliziert? Frage beschäftigt mich zu arg, weil ich habe gemerkt, dass die Antwort, die hat wem auch immer nicht wirklich so gefallen. Es ging so darum, wenn ich jetzt, du sagst ja immer, die Seele oder was auch immer man ist hier, dieses Nichtdenkbare sucht sich ja das Leben aus. Und da habe ich mich gefragt, ob es da so eine Art Schwierigkeitsgrad gibt, quasi. Anfänger, dass man so ein Leben ganz schnell durchspielt und denkt, irgendwann denkt man, oh Gibt es im Scheiße. Videospiel, gibt's im Ja, Videospiel. Genauso eben. ist es. An Und das. verschiedenen Modus, auch wenn du Autorennen zum Beispiel Ja. fährst. Du Und kannst, das. bei manchen Videospielen hängt immer davon ab, die sind ja so vielfältig mittlerweile. Du kannst bei den ersten Autorennspielen, kannst du zum Beispiel die Fähigkeit der KIs, gegen die du Rennen fährst, kannst du zurücksetzen. Weil wenn du die jetzt auf Normalstatus von Profi-Rennfahrern setzt, diese Programmierungen, hast du überhaupt keine Chance. Hast du ab nicht die geringste Chance, weil das alles, was ausgedachte menschliche Spitzenleistung ist, jenseits von Gut und Böse ist, glaube es mir. Egal in welchem Bereich, ob wir in den Sport gehen, das, was hier dir jetzt eingespielt wird. Aber der Witz ist, du darfst nie vergessen, dass es nur Gedanken sind. Es sind Vorstellungen. Es ändert sich ständig. Das Wissen der Menschheit hat sich schon immer verändert. Aber jetzt ist natürlich, sobald ich so rede, ist schon wieder komplett Illusion von Vergangenheit. Das Okay. ist das, was überwunden werden. Das ist das allergrößte Problem. Das mache ich so schön mit dem Bücherregal, mit dem Buch, mit den Seiten, mit den Zahlen, mit den Worten, mit den Geräuschen, die du aus den Worten machst. Das ist alles jetzt. Das ist eine Transversale. Das heißt eine Vertikale, ein Aufbau. Das ist wie die Grundwelle, dann die Oberwellen, dann wieder Oberwellen. Schau, selbst das zu erklären ist sehr schwer, wenn man nicht ein bisschen eine Grundahnung hat von Wellentechnik und von der Elektronik im Einheitskreis. Wie sich Wellen aufbauen, wenn man einen Sinus aus einem Einheitskreis rausgenommen hat. Also muss man das gleich abbrechen. Du kannst ohne Grundlagen, darum sage ich immer wieder, du musst, dass ich dir Lesen und Schreiben beibringe. Hör genau zu.
Um einem Kind jetzt in deiner Welt lesen und schreiben beibringen zu können, muss es das nochmal sprechen können. Es muss sprechen und die Sprache verstehen. Erst wenn du sprechen kannst und mich verstehst, kann ich dir lesen und schreiben beibringen in dieser Sprache. Stimmt oder stimmt? Ja. Erst wenn du lesen und schreiben kannst, damit geht auch einher, dass ich dir Rechnen beibringe. Ganz einfach, nur die vier Grundrechnungsorten. Okay, erst wenn du rechnen kannst, wenn du das verstanden hast, kann ich dir Physik beibringen, weil Physik ist eigentlich nur eine bildliche Darstellung, wir können das populärwissenschaftlich machen, ist aber im Hintergrund sind da Formeln aufgebaut. Diese newtonsche Physik, ein Weltbild, das man in der Schule lernt, das ist praktisch das Konstruktprogramm zurzeit für deine Welt. Das ist eine Computeranimation, das ist der Wahn zu glauben, dass da außen eine Welt ist, Bruch des zweiten Gebotes, immer dran denken. Physik, Darwinismus ist schon der Bruch des zweiten Gebotes, was natürlich einen Naturwissenschaftler nicht stört, weil für den ja heilige Schriften sowieso bloß religiöses Geschwätz ist, in seiner Arroganz. Das ist schon wieder die Einseitigkeit. Es geht immer um diese Einseitigkeit. Solange du in dem Wahn lebst, dass ein Gedanke besser ist wie irgendein anderer, denk an mein Kabelsteckerbeispiel, wenn du dir die Selbstgespräche aufhörst. Ja. Dann kannst du nicht behaupten, dass der Motor im Auto zum Autofahren wichtig ist wie ein kleiner Kabelstecker, wenn er systemrelevanter Parameter ist. Ich ziehe den Stecker nur ab und dann fährst du nicht mehr Auto. Ich kann den Motor rausbauen, dann fährst du auch nicht Auto. Du bist der Kabelstecker für die Welt, die du dir ausdenkst. Total unscheinbar und im Hintergrund. Mach dir klar, die Welt, die du dir denkst, die nur aus ständig wechselnden Informationen in deinem roten Kopf besteht, die wird es gar nicht geben, wenn du sie nicht denkst. Soviel zum Thema deiner Verantwortung, die du natürlich überhaupt nicht tragen kannst, die habe ich übernommen. Ich nehme alle Schuld auf dich. Darum bist du freigesprochen. Ich habe noch sehr Großes mit dir vor, nicht mit Nuku. Mit dem, der sich jetzt den Ugo ausdenkt. In welchem Leben? Sehr großes Wort. Du musst dir keine Gedanken machen. Der Film ist schon abgedreht. Die Frage ist wieder wie in so einem Videospiel, wie oft wiederholst du irgendeine Aufgabe, weil du ständig abstürzt? Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre ist hier ein Tag. Da ich dir erkläre, dass es keine chronologische Zeit als Ding an sich gibt, es gibt den Gedanken und die Vorstellung von chronologischer Zeit. Es gibt auch den Gedanken und die Vorstellung eines heliozentrischen Weltbildes und den Gedanken und die Vorstellung eines Urknalls, der angeblich vor knapp 13, dann waren es ja 13,8, jetzt haben sie ja festgestellt vor einem halben Jahr, dass die sich verrechnet haben, dass der gar nicht vor 13,8 Jahren, sondern circa vor 12 Milliarden Jahren war. Das ist nur ein kleiner Rechenfehler, ja. Das kann passieren. Jeder plappert es und schwatzt es noch. Aber es sind Vorstellungen. Das heißt, auch ein ausgedachter Urknall ist, kommt woher? Nämlich aus dem, der sich das ausdenkt. Und darüber diskutiere ich weder mit einem religiösen Menschen noch mit einem Trockennasenaffen, bei eigener Definition mit einem Naturwissenschaftler. Es sind für mich geistlose Kreaturen, die ich erschaffe. Ich erkläre das dem, der sich diese geistlosen Kreaturen ausdenkt. Und du musst auch keine Figuren in deinem Traum von irgendwas überzeugen. Ich mag es jetzt wieder so. Schau, Ugo, du weißt, was ich damit symbolisiere. Hat der Udo, den du dir ausdenkst, das Bedürfnis, seinen Händen zu erklären, dass er derjenige ist, der ihn auf und zu macht? Nee, bestimmt nicht. Überhaupt nicht. Nee. Okay, derjenige, der sich jetzt das Pixelmännchen Udo ausdenkt, der sollte auch kein Interesse haben, dass das Pixelmännchen das versteht, weil das auch bloß was Ausgedachtes ist. Und derjenige, der sich jetzt den ausdenkt, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört, der sollte kein Interesse haben oder glauben, dass derjenige, der ein Leben lang zu sein geglaubt hat, ist ja auch bloß ein Gedanke. Der, der du jetzt zu sein glaubst, dieser Körper, achte mal auf deinen Körper. Ja. Schau dir den an. Das ist jetzt ein Gedanke. Der war stellenweise überhaupt nicht da, wenn du aufmerksam zugehört hast. Jetzt erkläre ich natürlich, jetzt fragst du dich, war jetzt die letzten 50 Minuten der Körper da? Dann denkst du an 50 Minuten. Was sind 50 Minuten, die du jetzt denkst? Das ist wie wenn du ein Fenster aufspannst. Und dann denkst du an deinen Körper und du fragst dich, habe ich jetzt die letzten 50 Minuten den Körper, diese 50 Minuten gespürt? Und dann legst du über die 50 Minuten den Körper, der du zu sein glaubst, dieses Gefühl drüber und dann sagst du selbstverständlich, was redet der für ein Blitz? So funktioniert es. Ja.
wenn du das jetzt tausende Male wiederholst und dir das immer wieder anhörst, dann macht es plötzlich Klick und du hast deinen Heureka und sagst, stimmt eigentlich. Und in dem Moment, wo du begreifst, dass du nicht dieser Gedanke bist, sondern was ganz was anderes bist, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Die fragen immer, wer sind die Mächtigen der Welt? Egal an was du jetzt denkst, das sind Gedanken, die von jemandem gedacht wurden und der ist hundertprozentig mächtiger wie ein Gedanke von sich selber. Und jetzt hast du die erste Krankheit, an der jeder Geist leidet, wenn er sich mit einer Figur, mit einem Menschen verwechselt, mit einem Gedanken von sich selbst verwechselt, dass er meint, dass Gedanken, die er denkt, mächtiger sind wie er, weil er vergessen hat, dass er der Denker ist. Der natürlich auch nicht ist, weil der Denker ist in dem Moment ja auch schon wieder Gedanke. Jetzt lassen wir es aber wirklich gut sein. Oder hast du noch eine Frage? Nein, ich sehe, du musst, du hast, nein, ich sehe, dass du, ich vermute, dass du noch zu tun hast, deswegen, ich habe keine geistgerechten Fragen, das weiß ich ja. Die sind ja alle beantwortet, glaub es mir. Eben, deswegen. Drum wiederhol das. Bis eben. Zum Erbrechen, immer wieder, wenn jetzt Schluss ist, das steht jetzt dann drin und hört dir dasselbe nochmal an, dann wirst du feststellen, dann kriegst du schon wieder so einen kleinen Hauch mehr mit, obwohl hier nichts groß, im Großen nichts gesagt wurde, was nicht schon 100 Mal gesagt wurde. Eben. Okay, genau. Ich bin noch auf die Ugur. Mach ich, danke. Oder wie immer du zu sein glaubst. Ciao.